So, ich bereite hier gerade ein neues Video vor, und zwar will ich Edelstahl schweißen mit dem MEW 212 Sync Digital mit Pulsen und so weiter. Da kommt noch mal eine Anfrage zu diesem Plasmaschneider. So, hier haben wir den. Das ist ein ganz unprofessionelles Video. Da ist dieser Parkside-Plasmaschneider, und den hatte ich auf Pilotlichtbogen umgerüstet, hat aber gesagt von wegen, ich mache das. Und wer das nachmacht oder so, das ist eben seine eigene Verantwortung. Und ich zeige einfach nur, was ich hier mache. Ja, ich mache eine kleine Bastelei. Und zwar habe ich mir dieses Schlauchpaket bestellt und habe das Kabel dann hier direkt an die Masse mit angeschlossen. So, wie macht das ein professioneller Plasmaschneider? Der professionelle Plasmaschneider, da wird das innen geregelt und dann wird hier wirklich nur ein Teilstrom übergeben. Und der sorgt dafür, dass es hier einen Pilotlichtbogen gibt. Hier wird der komplette Strom über diese Litze übertragen. Dadurch kommt ein Pilotlichtbogen. Ist nicht so ideal. Wie das jetzt günstige Plasmaschneider machen, kann ich nicht bewerten. Habe ich noch nicht ausprobiert, habe ich noch nicht nachgemessen. Könnte ich theoretisch mal machen. Und kann sein, dass das geregelt wird. Kann sein, dass das aber auch einfach stumpf hier übergeben wird. Das ist Punkt 1. Was ich noch mal ganz kurz erläutern wollte, wie gesagt, also ich habe einfach nur gezeigt, was ich mache. Was ihr zu Hause macht, was ihr euch bestellt und so weiter, das ist immer eure eigene Verantwortung. Das sollte jedem bewusst sein. Dann ist die zweite Frage, das Ganze spuckt bei mir. Ja, da gibt es dann verschiedene Faktoren, die will ich noch mal ganz kurz hier loswerden. Erstmal ist es wirklich die Stromversorgung. Das Ganze darf nicht irgendwo an der Kabeltrommel oder so weiter sein. Ich weiß hier gar nicht, wo ich hinfilmen soll. Das Ganze darf nicht an der Kabeltrommel oder so sein. Die Druckluftversorgung muss ideal sein. Es müssen wirklich so 4 Bar sein. Und der nächste Punkt, das ist, wo es bei den meisten sicherlich scheitert, das sind hier die Düsen. Es muss so sein, dass dieser Plasmaschneider, dieses Schlauchpaket, kostet 26,90 €, also ein absoluter Schnapper, dass das teilweise versendet wurde mit wohl nicht ganz idealen Düsen. Ich habe manchen Leuten geraten, einfach das Ganze hier vorne mal loszuschrauben, wieder vernünftig festzuschrauben. Das Ganze ist wohl auch relativ stark angezogen. Das sollte es nicht sein. Das Ganze sollte hier nur handfest sein. Aber wenn man das teilweise einfach hier einmal losdreht und wieder schön zusammendreht, das hat bei vielen schon Besserung herbeigeführt, warum auch immer, wenn das hier so extrem angeknallt ist. Ansonsten muss man wirklich die Düsen mal erneuern. Und allen, denen ich das bisher geraten habe, bei denen, wo ich das Feedback bekommen habe, hat es dann hinterher wirklich auch sehr gut funktioniert. So, das zu dem Thema. Ich habe das Ganze mir bestellt. Ich habe es 2, 3 Wochen, ja, 2 Wochen habe ich es, glaube ich, ausprobiert. Ich hatte den hier, wie gesagt, hier ist schon das Edelstahl für das nächste Video. Ich hatte mir den hier bestellt und hatte mir, den habe ich gestern auch gezeigt, im letzten Video oder vorgestern, je nachdem, wann das Video hochgeladen wird hier, hatte ich mir den hier, diesen Plasmaschneider, auch noch bestellt. Der war aber qualitativ so minderwertig und kostet, ich glaube, 10, 15 € mehr, dass ich mich gleich für den hier entschieden habe. Ich habe den ausprobiert. Und der hat wunderbar funktioniert. Darum war für mich die Entscheidung gleich getroffen. Ich nehme das System. Das System ist auch sehr bewährt in Deutschland. Man bekommt da problemlos die Verschleißteile. Das hier war mir auch nicht bewusst, ist nochmal wieder ein anderes Düsensystem. Die Düsen bekommt man auch gar nicht so ganz einfach. Ich glaube, bei Amazon findet man Händler. Ich hatte da ein bisschen quer geguckt, aber das sind hier Düsen, die findet man bei fast jedem Schweißfachhandel, also auf jeden Fall bei Haus und Werkstatt gibt es die, bei anderen, bei Amazon, bei eBay kann man die überall bestellen en masse. Darum habe ich mich dann auch gleich dafür entschieden. Wie gesagt, also ich habe auch 2 Schlauchpakete extra für dieses kleine Experiment bestellt, habe da also keine Kosten und Mühen gescheut. Außerdem habe ich es 2 Wochen ausprobiert und jetzt 3 oder 4 Wochen nach dem Video, warte, ich schalte es mal an. Wie schön leise der auch ist, muss man sagen. Also ich bin nach wie vor von dem Gerät überzeugt. Und ich habe auch schon einen Starttermin, wann die wieder kommen. Dann werde ich da auch wieder irgendwas zu machen und denen wieder sagen. Weil der ist echt leise, klein, handlich. Und für dünne Bleche, kleine Arbeiten funktioniert der wirklich gut. Und wenn ich das jetzt hier so zeige.
dann funktioniert das bei mir nach wie vor richtig, richtig gut. Man hat diese kurze Nachlaufzeit. Bei mir funktioniert es. Kann ich echt mich nicht beschweren, nichts gegen sagen. Man merkt aber, dass diese Düsen hier vorne, ne, dass die durch diesen Pilotlichtbogen doch leicht stärker belastet werden. Ich kann nicht mal behaupten, ich glaube, ich habe immer noch diese Originaldüsen da drin. Ich habe es zwischendurch mal getauscht, um die dünneren Düsen auszuprobieren. Bin dann aber, glaube ich, auf das Original-Set wieder zurückgegangen, also die Originalbestückung, und bin auch dabei geblieben. Würde ich jetzt mal behaupten, kann ich aber nicht auf jeden Fall. Aber mir hat die Originaldüse auch gleich funktioniert. Wenn nicht, wie gesagt, ich habe das ja darunter verlinkt. Ich kann das hier auch nochmal verlinken. Bestellt euch nochmal Düsen als Zubehör. Dann das Ganze umschrauben, habe ich jetzt mehreren schon geraten. Und dann funktioniert das, wie gesagt. Und wer das auch mit irgendwelchen anderen Geräten oder so macht oder so. Ich habe es hier einfach nur mal gezeigt. Es gibt auch verschiedene andere Posts im Internet. Hier schreibt auch jemand, kommentiert immer jemand, der hat es wohl als einer der Ersten gemacht oder hat es als Erster gemacht, hatte diesen kleinen Versuch gewagt. Ich habe es dann hier nur gezeigt, was ich mache. Ich habe es nicht erfunden. Und ich sage mal, es ist auch, wenn man sich diese aktuellen Plasmaschneider guckt, die auf den Markt kommen, dann sieht man auch, dass das Ganze wirklich kein Hexenwerk ist und dementsprechend das mal nachzumachen. So, wollte ich mal loswerden. Wie gesagt, Stromversorgung, Druckluft. Ansonsten hier diese Düsen mal losschrauben, wieder festschrauben, funktioniert es oft. Ansonsten muss man sich mal Düsen nachkaufen und die dann, da ich denke mal, da haben die dann einbauen. Ich denke mal, da haben die dann irgendwo geschlampt oder so. Es ist, wie gesagt, irgendwo relativiert sich immer wieder der Preis. Aber wenn ich den sehe, ist das echt noch eine gute Qualität. Im Gegensatz zu dem hier. Der ist wirklich unterirdisch. Ich hatte das schon in meinem China-Video. Dann kommen hier die Fäden raus, kommen da die Fäden raus. Hier ist so ein ganz komischer Drucktaster hier vorne. Das Ganze ist auch klobiger, schwerer. Und am meisten nervt mich gleich dieser Schlauch hier. Das ist wirklich so, also ich weiß gar nicht. Fühlt sich so Kaugummi-automatenmäßig an. Das ist immer so ein Griff, der mir dazu einfällt. Fällt mir gar nichts so ein. So, darum, wie gesagt, das Schlauchpaket nach wie vor. Aber im Großen und Ganzen sollte man, wenn man jetzt keinen Plasmaschneider hat, sich ein Pilotlichtbogengerät kaufen möchte, dann sollte man sich gleich ein Gerät kaufen. Also dann dieses Umrüsten und so. Ob das so empfehlenswert ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wie gesagt, zum Beispiel den PS53. Den Plasmaschneider hatte ich hier auch vorgestellt. Der funktioniert super und der kostet auch nicht die Welt. Kostet, glaube ich, so 250 Euro. Damit kriegt er ein richtig gutes Gerät. Das hat schon Pilotlichtbogen alles eingerüstet und ihr habt da auch keine Probleme. Ich weiß nicht, wie irgendein Hersteller darauf reagiert, wenn da einer dran rumfummelt und das Gerät dann zurückschickt. Es geht nicht mehr. Dann muss es teilweise gar nicht an dieser Geschichte hier liegen. Dann kann es auch an ganz anderen Sachen liegen. Und es wird trotzdem wahrscheinlich gesagt, es liegt an euch. Am besten wäre es, wenn man hier noch einen Adapter hätte. Es gibt hier von 9 auf 13 und von 13 auf 9 gibt es Adapter. Ich hatte schon überlegt, ob man sich so einen Adapter kauft und den dazwischen macht und dann ein anderes. Aber das ist immer, man kauft dies, man kauft das, man kauft jenes. Dann kann man eigentlich auch gleich schon sich einen Plasmaschneider kaufen, der einen schönen Pilotlichtbogen gleich integriert hat. Ne? Aber ansonsten, wie gesagt, nach wie vor ein Top-Gerät. Bin ich immer begeistert. Und auch diese Pilotlichtbogen, ich könnte einen ganzen Tag hier rumstehen, hier draufdrücken wie ein Weltmeister. Jetzt werde ich hier erstmal ein bisschen Edelstahl mit zerschneiden, wie gesagt, um dann das Pulsen mit Edelstahl, ich habe mir Edelstahldraht besorgt, mit Edelstahl, mit diesem wunderschönen Gerät, was hier unten drunter steht, hier ist ein bisschen unaufgeräumt, 212 Sync Pulse Pro, richtig cooles Gerät, das einen richtigen Schritt in eine professionelle Richtung geht. Damit werde ich Edelstahl schweißen und dazu mache ich die Tage ein Video. So, bis dann und viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.